Servus. Glück auf. Herzlich willkommen. Zu der Runde nach der Runde. Schuss, ne? Das ist auch stark, Alter. Was für Muni? TKMF hier. Was? Also die Muni hört sich an, als wäre sie eine Niete. Ja! Letzte Runde beschäftigt mich immer noch, ne? Boah, das ist echt hart, ne? Vor allem, wenn man durch seine eigene Dummheit halt so, ja, so verkackt. kann man ruhig so sagen, also. Bei mir kann es nicht sein. Irgendwie sind da immer Schüsse, ne? Und vorhin sind wir auch hier lang gegangen. Habe ich erinnert. Falls ihr die Folge gesehen habt. Falls ich sie hochlade. Nicht alles täuscht, ist hier dieses alte Elektrizitätswerk, oder wie heißt das? Alto Belli, ey. Ich bin immer noch fertig von der letzten Runde. Ohne Scheiß. Ich meine, erstens, dass ich ihn umgelegt habe, war natürlich Glück. Mein Herz war einfach dann damit nicht gerechnet, dass einer in der Ecke hockt. Ich habe da ja nur gehockt, weil der eine Typ halt ja, ob es ein Typ war oder ein Bot, ich habe keine Ahnung. Ich denke aber, es war noch ein Spieler, weil der erste, den ich getötet habe, war halt ein Hatchling-Spieler. Und das wird sein Mate gewesen sein. Danach, später, war es halt der Bot wahrscheinlich. Da war nicht mehr der Spieler da. Ja, hart, wirklich hart, Leute. Bin gespannt, ob meine Waffe zurückkommt und sowas. Wie gesagt, ich bin schon mal im Raid draufgegangen. So kurz, war ungefähr genauso kurz vorher. Und da kam halt gar nichts zurück. Null. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber das kann halt keiner mehr eingesammelt haben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. PS, fast voll. Damit geht da wenigstens ein bisschen was. Sei die Scheißegal. Ja, für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, guckt euch halt die Folge vor dieser Folge an. Aber wenn ihr die noch nicht gesehen habt, ich hab jetzt leider gespoilert. Der Jeep ist da. Oh Mann, ey. Wer bist du? Eigentlich ist es egal, wer du bist. Wir sind eh gerade in Rage-Laune. Junge.
Muss mir halt das, ich muss schneller looten, Leute. Ich muss mir das echt angewöhnen. Das ist echt ein Problem bei mir. Ich kann mich halt nicht entscheiden. Ihr habt es gesehen, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt. Riesenproblem. Zeiger ist nochmal 19. Auch nur 10 Schuss. Bin ich auch nicht weiter. Ja, hier ist jetzt nicht mehr so viel drin. Das ist das Problem. Dann bleibt gleich nur noch die Vepa. Aber die Vepa ist doch auf. Ne, ist ein anderes Kaliber. Ich weiß gar nicht, warum die gerade so einen Rückstoß hatte, Alter. 96. Ja, was ich hier eigentlich in der letzten Folge erzählen wollte. Beziehungsweise euch fragen wollte. Ach, das ist auch so 9mm Scheiße, ne? Oh, ne. Aber unten die Cam, unten links. Haut mal raus, wie es euch gefällt. Besser mit Cam, besser ohne Cam bei Tarkov. Wollte ich in der letzten Folge ansprechen, aber... ja. War too much, ey. Das sind halt so Sachen, ne? Muss man erleben, damit man die nachfühlen kann, glaube ich. Sollte mir aber auch nicht nochmal passieren. Hoffe ich. Das war's schon. Ne? Guck mal hier eben. Was hier herumliegt. Hier habe ich halt auch schon mal einen Sticky rausgeholt, deswegen gucke ich immer eben. Und HDD, wie immer. Naja, ist auf jeden Fall besser wie der Mist. Zigarettos. Ich weiß nicht, ob das die sind, die man irgendwann braucht. Ich nehme das Klebeband mit. Ja, eigentlich wollte ich pennen gehen, aber ich kann jetzt nach der Runde von gerade kann ich nicht pennen, Leute. Ich muss jetzt ein bisschen runterkommen, deswegen mache ich noch mal einen Scav Run. Heute noch einen zweiten. Vielleicht gehe ich auch gleich noch mal einmal als Spieler rein hier. Ist das denn ein Blitz das oder was bei Sonnenschein? Ja, das ist so eine Standardrunde hier von mir. Scav. Ja, jetzt so wie ich auch wie ich laufe. Aber. Ja, eigentlich brauche ich aber gar nicht rein. Ich bin eh voll. 25 Minuten. Wenn ich jetzt zum Ausgang gehe, soll ich wohl noch Ruhe haben. Puh.
habe zwei Waffen, ich habe nur eine im Inventar. Also ich kriege eh nichts mit. Das macht keinen Sinn, Leute. Die noch ein paar Skeffs treffen, der irgendwie einen Rucksack hat oder einen Spieler, den ich vielleicht gekillt kriege oder so, dann wird es Sinn machen. So macht es leider keinen Sinn. Dann laufe ich jetzt echt die lange Seite lang vom Powerplant. Nee, sollte richtig sein, ne? Wir werden es gleich sehen. Eigentlich ist es auch egal, ob ich die lange oder kurze Seite laufe. Ich laufe auf jeden Fall auf dem Ausgang. Aber ich wollte eigentlich zur Schiene. Das ist, glaube ich, auch Schiene. Ja, das ist Schiene. Ja, wie gesagt. Die Enttäuschung ist noch da, Leute. Na? Kann man wohl nachvollziehen. Zumindest wenn man so ein Losspieler ist wie ich. Da geht es jetzt auch gar noch niemals groß ums Geld, was natürlich eine Sache ist. Geht halt einfach darum, dass es kein würdiger Abschluss war. Das ist so, was mich wurmt. Wie gesagt, ums Geld, ja, scheiß aufs Geld, Alter. Mach ich ein paar Scav-Runs, klar, muss er da ein paar mehr machen. Dann hast du es aber wieder raus, wenn du rauskommst. Und also hier bin ich regelmäßig in Fights, Leute. Bin hier schon öfters lang halt, ne? Und kann ich euch jetzt mal zeigen. Natürlich meistens erst ein bisschen später, deswegen vielleicht haben wir diesmal Glück. Also immer hier in der Ecke. Klar, da ist eine Waffenkiste. Ja. Aber jedes Mal werde ich dann von da beschossen, wenn ich hier in der Waffenkiste bin. Oh, muss ich mitnehmen. Muss er mitnehmen. So früh ich hier gerade zum Ausgang gehe, deswegen fühle ich mich relativ sicher. Weiß ich nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Ich gehe sonst nicht so früh zum Ausgang auf der Map. Aber ihr habt es ja gesehen, der Spieler, wie schnell er was Killer gelegt gehabt. Ja, so viel dazu, Alter. Der war ja auch relativ früh da. Das war schon ein Respekt. Er ist nur rein, hat zwei Spieler umgelegt, hat Killer umgelegt. Das ist ja wieder geil, Alter. Naja, was soll's. Kann sich ändern. Er hält auf jeden Fall noch einen Rucksack. Soll ich es riskieren? Wenn, dann werden wir jetzt getötet, Leute. Ich guck mal rein. Was bist du denn? Spieler, Alter. Mit einer Adder. Und eine Piste. Was ist denn los mit den Leuten, Leute? Das ist jetzt gerade volles Risiko, was ich mache. Wie immer halt. Komm, durchsuch schneller, Alter.
Er macht doch. Wie fertig muss man sein, oder? Mitten auf der Fläche am Ausgang, Alter. Geht er da rum und lootet den eiskalt. Ja, aber nach der Runde gerade, ganz ehrlich, war das jetzt einfach eine Arschleck-Aktion. Ist halt einfach so. Naja. Macht's nicht besser, ja? Die Runde von gerade. Aber wir haben ein bisschen was rausgeholt. Ja, ich weiß auch nicht, als Scav komme ich eigentlich immer raus. Da ist irgendwie das Glück auf meiner Seite. Ja, ist jetzt nur 16 Minuten, ne? Ist natürlich ein bisschen sehr kurz. Die andere war gerade 46, aber da einen Cut reinzusetzen, ist halt auch irgendwie so semi-geil. Ja, mal gucken, vielleicht schneide ich hier noch was hinter. Noch eine zweite Scav-Runde, die ich dann vielleicht gleich noch mache. Ich denke ja. Also wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Jo, Leute. Wie versprochen, oder wie angekündigt, zweite Scav-Runde. Eine Bandage und eine Seife. Läuft. Eine Seiger mit 9 Schuss, sonst kein weiteres Magazin. Ja, aber Hauptsache ein PK06 drauf. 17 Minuten, mittendrin hier oben. Das könnte eine sehr schnelle zweite Runde werden. Der Feindkontakt ist gleich tot, Leute. So, mit 9 Schuss hier in der Hightech. Seiger geht da nichts. Problem ist, ich kenne mich hier nicht aus, hier oben. Aus wie die Mitte. Ja, aber soll ich jetzt hier rumschleichen? Oder? Das macht ja auch keinen Sinn, ne? Da sind wir uns ja einig bei 17 Minuten mit dem Scav. Da ist die Party hier eh schon vorbei. Da sind jetzt ein paar Hedge-Dinge, die hier durchrennen. Hinten ist ein Scav. Denke ich zumindest. Oh, die alte Lok kommt mir schon mal bekannt vor, ey. Problem ist, es könnte ein Scav-Speeder gewesen sein. Das werden wir jetzt gleich rausfinden wahrscheinlich. Und davon oder was?
Ja, ich meine, die Route kennt ihr jetzt wahrscheinlich ja auch schon. Ne? Ich laufe jetzt zum 500. Mal. Quasi. Alter Benny. Maßbänder, ja, so stark. Also. So. Das Problem ist halt, brauche mich nicht anlegen mit einem, mit der Waffe, mit 9 Schuss. Wenn das so ein Skeff-Spieler ist. Naja, das Schöne ist, ihr seht jetzt mal, wie die Runden sich gleichen. Von der Laufwege. Ja, bei 17 Minuten ist es sehr wahrscheinlich, dass hier nichts mehr da ist. Vor allem, wenn da schon eine Leiche liegt. Oder sie hat sogar eine Rüstung. Gucken, ob die noch ein bisschen Haltbarkeit hat. Soll es nicht durchsuchen, soll es nehmen, Alter. Joa, die ist sogar voll haltbar. Nice. Da ist ein Heli kassiert. Das war sogar ein Spieler, ey. Oder? Klar. Vielleicht so ein Hatchling. Bummelmütze. Ja, ihr hört's. Das Auto ist nicht da, ist schon mal gut. Hier ist kein Ausgang. Die Chance geringer, dass hier noch irgendein Spieler vorbei duppelt. Natürlich nicht heißt, dass er nicht hier hinkommt, ne? Nichts wert hier. Deswegen wird es auch nicht mitgenommen. Keine haben. Ja, hier ist alles gelootet sonst. Die 9 Schuss, die machen mich echt gerade aggro hier. Nichts Ganzes und nichts Halbes, ey. Ja gut, hier ist alles weg. Ja, ihr seht es, 9 Minuten 30. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Ist ein bisschen Risiko, weil die Schüsse waren da vorne. Ohne Kopfhörer habe ich die so laut gehört. Naja, loot-technisch. Gut, die Rüstung ist ein bisschen was wert jetzt, ja. Und der Helm, da haben wir vielleicht auf 40, 50k. Der Waffe hier auf 60 vielleicht. Ja, sonst haben wir halt viel Kackzeug, was nichts wert ist. Bei 70k insgesamt oder sowas.
Ja, deswegen werde ich jetzt hier nochmal eben fix gucken, so ein paar Kistchen. Noch mitsnacken. Falls noch keiner durch ist hier unten. Penny ist nie verkehrt. Das sieht aber mau aus hier. Naja, naja. Schauen wir mal. Ich muss jetzt gleich auch ein bisschen Gas geben. Ich wollte jetzt hier nicht, weil da vorne ist so ein Eingang. Wollte ich mich jetzt hier nicht unbedingt ankündigen. Weil dann packst du da 10 Schuss rein anstatt eine Granate. Ey. Also er da. Ja, ich komme jetzt nochmal hier zu meinen drei Kistchen. Also da mit dem LKW. Dann könnte ich nochmal weitergehen bis zu dem Gang, wo man hoch kann, was halt da runtergebrochen ist. Ja, und dann raus. Okay, ich bin erst bei der Zelte, ey. Die habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Weißt du? So gut kenne ich mich aus. Also erst die Zelte und nach vorne ist dann der LKW. Also die drei Kisten da mit dem... Ihr wisst, was ich meine, ey. Was ist denn los, ey? Ja, yeah, heute haben wir es aber hier mit Süßigkeiten. Wie nehmen wir Intervallfasten, Junge? Na Waffe, wuh, 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 gib was Schönes, komm, do it. Kenn ich noch nicht mal, was ist das denn? AK-104, was willst du mir jetzt erzählen? Wieso soll ich die nicht kennen? Ja, alles ist besser wie das Ding, was ich habe. Leute, machen wir uns nichts vor. BP, die Hälfte etwa. Könnte schlechter sein. Ja, und wie ihr seht, mal wieder zur Bestätigung. Werdet ihr auch nicht müde, es zu erzählen. Findet eigentlich immer eine Waffe. Plus 5 Ergo. Na gut, bevor wir gar nichts im Slot haben. Ein paar hundert Rubel ist es immer wert. Ja, 5 Minuten. Ich werde die drei Kisten jetzt hier noch mitsnacken und dann Richtung Ausgang. Nicht, dass wir wieder vom Ausgang verhungern. Pistol wäre noch gut. Könnte ich noch mitnehmen. Und damit haben sie es auch, oder was? So, und die letzte. Und dann Attacke. Ja, 4 Minuten sollte easy peasy reichen. Noch eine Waffe, ey. Eine Ada. Ada muss ich mitnehmen. Ich weiß nicht, was der Zenon wert ist hier. Ich weiß auch gar nicht, ob ich so mitkriege. Mehr so schenken können. Noch fleißig geschossen.
Könnte ich. Ah, Chris war eh nicht mit. Muss ja immer noch mal einen Blick riskieren, ne? 3 Minuten ist wieder Messerschneide, oder? Dann noch im Haupteingang gehen. So stark, ey. Das Problem ist, so ein Spieler hat da kein Problem durchzulaufen. Ich als Gev. So, um da rüber zu springen, Alter. Kann gut sein, dass gleich so ein Speedy Gonzales hier an uns noch vorbei smasht. Ja, so ein Scaff hat halt einfach keine Ausdauer, Leute. Wir sollten es aber trotzdem so gerade eben schaffen. So, die ist jetzt hier nichts mehr mit taktieren, ne? Dass hier einer irgendwo kommt, dann. Hier noch einer hockt. Ich sammle jetzt mal Ausdauer. Das ist ja da vorne. Ist alles gut. Wie gesagt, schaffen wir locker. Ach ja, wenn ihr so bei 4 Minuten losgeht, easy peasy. Und jetzt 3:30 von da aus. Ja, und wie gesagt, mit dem Scaff komme ich eigentlich, ja, zu 80% würde ich sagen, komme ich hier raus mit dem Scaff. Mal legt man sich mit den Bots an und dann kommen auf einmal zwei Dreierwellen oder sowas, dann kriegt man schon mal auf die Fresse, wenn man selber sonst Scaff ist und keine Rüstung hat oder sowas. Aber im Großen und Ganzen, zum Farmrun hier, um Geld zu machen, ja, gibt's nichts Besseres in meinen Augen. Als die Map. Ja, meine Meinung. Ihr seht, wir haben wieder eine AK. Es werden 30.000 sein. Die ADA behalte ich. Da haben wir gerade schon eine rausgeholt. Ja, kann ich mal als Naked nur mit einer ADA gehen. Problem ist, die Muni ist halt ein bisschen teuer. Muss ich halt irgendwelche Popel-Muni mitnehmen oder so. Mal schauen. Naja. Ja, geldtechnisch ist auch alles gut. Ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss. Meine letzte 2 Scaff-Runden. Ja, hier ist es. Unser Erinnerungsstück, was er schmerzt. Ich traue halt immer noch so ein bisschen hinterher, ihr merkt's, aber alles gut, Leute. Ist alles schicki. Ich habe heute nicht groß was verloren. Ne? Schön mit der VSS. Ich hatte ja noch eine VSS. Ich habe also noch 2. Ist alles gut. Ja, ihr seht, waffentechnisch bin ich gut aufgestellt. Die ADA werde ich verticken hier. Die ist 100k wert. Die zerlege ich. Dann kriege ich, wenn ich es einzeln verkaufe, wahrscheinlich sogar 120k oder sowas. Ich wollte sie erst behalten, aber ich habe jetzt hier 6 normale. Ja, also
Und der Unterschied ist jetzt nicht so, dass es mich das irgendwie, wenn das jetzt vergleicht, von der Werte, die normale und hier die vollgemoddete, ja, 11 Rückstoß weniger, bei Einzelschuss. Ja, was soll ich sagen? Haut mich jetzt nicht vom Hocker, ist es jetzt nicht wert, also hier die 100k oder die Waffe überhaupt so zu modden, meine Meinung. Gut, aber ich will auch jetzt nicht noch weiter zuquatschen, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, die beiden Runden, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich auch. Haut mir was in die Kommentare, immer gerne, keine Frage. Und gut, in diesem Sinne hoffe ich, sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.